Hallo, heute geht es um das Thema Fokus und wie er euch helfen kann in eurer Rollenspielrunde. Es ist nämlich ein mächtiges Werkzeug und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt doch einfach dran. Ja, am Anfang möchte ich einen ganz kleinen Moment ausholen. Das ist auch wichtig dafür. Ich möchte euch erklären, warum ich das Ganze mache. In meiner Ausbildung und in meinem Studium in der Psychologie habe ich gelernt, dass es tatsächlich nur einen Hebel, den ich benutzen kann, wenn ich Verhalten ändern möchte. Und dieser Hebel bin ich persönlich. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie versuche, mit meiner Persönlichkeit irgendwelche Leute zu bewegen, irgendwie anders zu sein. Nein, es ist tatsächlich so, indem ich Sachen verstehe, indem ich Sachen anders mache, merke ich, dass sich nach und nach Menschen gar nicht mal ändern, aber anders auf mich reagieren und zwar positiver. Ja, ein kurzes Beispiel. Tatsächlich war ich vor dem Urlaub nicht so besonders gut drauf. Ich hatte den Eindruck, das macht ja alles keinen Sinn, was ich mache. Man guckt natürlich auch immer nach Klicks und sowas. Also da passierte gerade nicht viel. Und dann bin ich in Urlaub gefahren und habe über ein paar Sachen nachgedacht und bin zurückgekommen mit neuer Energie. Und plötzlich, ja, haben sich meine Klicks wieder nach oben bewegt. Es gab mehr Abos. Und woran lag es? Es lag nicht daran, dass irgendwie irgendwas total doof war. Natürlich gibt es auch eine Sommerpause, die habe ich auch mit eingerechnet. Aber es lag daran, dass das, was ich gemacht hatte, plötzlich mehr Energie hatte, die man halt auch in den Videos spürt. Dann haben Leute geschrieben, ja, es war total nützlich. Es war das dein bestes Video bisher. Warum war es das? Einfach, weil ich erholt war, weil ich gut drauf war und weil ich ja Energie hatte, um meine Sachen rüberzubringen. Ja, wie es dann so oft ist, wenn man energetisch gut aufgeladen ist, kommt dann auch noch der Zufall ins Spiel. Also passiert mir ganz oft. Ich bin dann durch den Wald gegangen, habe dann darüber nachgedacht, wie es mir gerade so geht und was ich als nächstes machen möchte. Und dann kam noch ein Video von dieser großartigen Vera Birkenbiel. Und darum ging es um die Pygmalion-Studie bzw. Rosenthal-Studie, wo sie zwei Schulklassen getestet haben. Das habe ich im letzten Video gemacht, das habe ich hier mal eben verlinkt. Und da bin ich auf ganz neue Ideen gekommen. Und eine dieser Ideen war in dem letzten Video, die entstanden ist, war, dass ich mich nochmal mit Fokus beschäftige. Weil ich Fokus ein ganz interessantes Thema finde. Ihr kennt es vielleicht. Wenn ihr euren Fotoapparat, euer Handy nutzt und habt das so eingeschildert, das, was so im Fokus ist, vielleicht in der Mitte oder das, wo ihr sagt, da soll jetzt der Fokus sein, das ist ganz scharf. Und man erkennt ganz genau Kleinigkeiten. Und der Rest ist tatsächlich eher verschwommen. Wenn ich meine Augen so hin und her bewege, dann kann ich mehrere Sachen scharf sehen, direkt hintereinander. Aber das Gehirn nimmt das ja anders wahr. Aber in so einem Foto ist, wie gesagt, eine Sache oft scharf und der Rest ist relativ unscharf. Und wenn man das Ganze überträgt, dann kann man sagen, okay, wenn ich mir jetzt meinen Fokus auf eine Sache richte, jetzt unabhängig davon, ob das was Positives oder was Negatives ist, wie ich im letzten Video erklärt habe, dann wird diese Sache ganz scharf. Das heißt, die wird ganz klar und ich kann damit ganz viele Sachen erkennen. Ich habe dann mal bei Facebook gefragt, auf was ihr als Spieler euren Fokus so richtet, beziehungsweise als Spielleiter. Und dabei ist mir auch nochmal einiges klar geworden. Es kamen sehr, sehr coole Ideen. Und was ich daraus für einen Schluss gezogen habe, das muss ich euch leider bis ganz zum Schluss vertrösten, weil es da am besten aufgehoben ist. Nicht, damit ihr jetzt dranbleibt, sondern einfach, ich glaube, am Ende versteht man am besten, warum man bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art machen sollte. Worauf habe ich denn den Fokus oder worauf habt ihr denn den Fokus denn gerichtet? Der erste Punkt, den ihr als Fokus genannt habt, ist, dass wir das Spotlight auf verschiedene Spieler aufteilen. Ich kann das verstehen, dass es für Spielleiter manchmal sehr verführerisch sein kann, wenn man einen sehr aktiven Spotlight-Spieler hat. Jemand, der die Handlung an sich reißt, der sehr aktiv ist. Und manchmal ist es für die anderen Spieler auch ganz bequem, zumindest am Anfang. Ne? Da ist einer aktiv, man kann ihm gut zuhören, man traut sich vielleicht selbst noch nicht so sehr und es ist schön, dass jemand anders was macht. Aber ihr werdet merken, nach einiger Zeit werden eure Spieler
ja, unzufrieden sein, dass sie irgendwie mehr Zuhörer einer Geschichte sind, als diese selbst mitzuentwickeln. So, es ist also eine tolle Sache, wenn man das Spotlight von einer Person auf mehrere Personen verteilen kann. Wenn es dann verteilt, das Spotlight, dann kommen die Spieler, die irgendwie ein bisschen ruhiger sind, ein bisschen mehr aus sich raus, ihr Spielteam mehr an, die werden mehr gefordert und dadurch auch gefördert. Ja, sie können sich entwickeln. Und das einzige, die einzige Kleinigkeit, die ich habe, ist, wenn ihr als Spielleiter zu wenig im Fokus steht, also eure Spieler immer glänzen lasst, aber euch zu sehr zurücknehmt. Das kann diverse Folgen haben, könnt ihr euch sicher vorstellen. Vielleicht, dass die Handlung ein bisschen willkürlich wird oder zu sehr von den Spielern beeinflusst. Vielleicht ist das auch sehr cool, ja. Aber ihr habt natürlich auch ein Recht auf Spotlight, deswegen vergesst euch selbst nicht auch ins Spotlight zu stellen. Auch als Spielleiter gibt es Momente, wo man mal mit einem tollen NPC ein bisschen scheinen darf. Der zweite Punkt, der genannt wurde, war Abwechslung. Also die Abwechslung zwischen zum Beispiel Ruhephasen, zwischen Kampf, zwischen Anstrengung, vielleicht auch komischen Phasen, dass alles schön ausgewogen ist. Das ist super. Natürlich kann es, wenn man zu lange zum Beispiel in der Stadt ist, kann es langweilig werden. Wenn man zu lange im Kampf wird, wird es ebenso langweilig. Die Abwechslung ist total schön und macht ja auch unser Spiel so vielfältig. Hier gibt es auch noch eine klitzekleine Kleinigkeit, worauf ihr achten solltet, wenn ihr auf Abwechslung achtet im Spotlight. Nämlich, dass es nicht zu hektisch wird. Guckt, was eure Spieler brauchen. Stellt euch auf die, ich nenne das immer Meta-Ebene. Es hat nichts mit Metagaming zu tun, sondern als Spielleiter beachtet eure Spieler, wie die sich verhalten, wie die sich benehmen, ob die gerade am Handy rumtippen oder ob die voll dabei sind, ob die überlegen oder sich uninteressiert mit ihren Nachbarn unterhalten. Ja, das gibt euch gute Signale dafür, ob die Abwechslung gerade nötig ist oder ob man in dieser Stimmung noch ein bisschen drin bleibt. Also nicht mit Absicht die Abwechslung vorantreiben, sondern guckt, was eure Spieler brauchen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich nennen möchte, wenn ihr auf das Spotlight auf Abwechslung richtet. Der dritte Fokuspunkt, der genannt wurde, war das Vorantreiben der Handlung. Das ist ja auch total spannend. Also ein Abenteuer entwickelt sich, alles ist so ein bisschen im Flow, man kommt voran. Es ist auch schön, Punkte zu erreichen, die einem wichtig sind. Das Einzige, was vielleicht auf der Strecke bleiben könnte, ist, dass es auch schöne Momente geben kann, wo man nicht die Handlung vorantreibt, wo einfach mal die Spieler ihre Charaktere ausspielen können, wo einfach mal eine Entwicklung passiert bei den Charakteren und wo es nicht darum geht, die Handlung voranzutreiben. Also auch, wie gesagt, ein wichtiger Punkt. Denkt dran, es sollte sich nicht so dahin plätschern, aber es darf auch mal der Fokus vom Vorantreiben auf zum Beispiel die Charakterentwicklung gelegt werden. Punkt Nummer 4 ist sich selbst verbessern. Oh, ich merke schon, es sind einige von euch dabei, die mit sehr viel Anspruch an die Sache gehen. Ich finde das super und eure Spieler können sich total freuen. Dieses Selbstverbessern ist ja auch momentan ein großer Trend, ja, Selbstverbesserung. Ich persönlich muss jetzt sagen, also ich versuche auch, mich immer zu verbessern, klar. Versucht das nicht zu sehr in den Fokus zu nehmen, weil das kann für euch selbst sehr stressig werden. Oh, ich muss unbedingt was besser machen als beim letzten Mal. Führt manchmal dazu, dass das Spiel verkrampft wird. Und ich warne davor, den Fokus darauf zu legen. Ich finde es allerdings wirklich wichtig, dass man es immer im Hinterkopf hat, dass man immer überlegt, ja, was kann ich noch besser machen? Aber wie gesagt, übertreibt es nicht. Wichtiger Fokuspunkt, sich selbst verbessern. Punkt 5, Fairness. Ist ja klar. Es ist ein Spiel, wir wollen Fair Play haben zu den Spielern und deren Charakteren
und vielleicht auch zu den NPCs? Und müssten eigentlich Monster auch fair behandelt werden? Fairness ist ein wunderbarer Punkt und ihr werdet feststellen, wenn ihr eure Spieler fair behandelt, dass auch ganz viel zurückkommt. Ich habe die Frage ja in Facebook absichtlich so gestellt, worauf legt ihr euren Fokus? Und da hat jeder so einen Punkt genannt im Großen und Ganzen. Manche haben auch zwei, drei genannt. Fairness als Spielzweck würde ich jetzt nicht sehen. Ich würde sagen, Fairness ist eine Grundvoraussetzung, dass ihr vernünftig spielen könnt. Denn wenn es nicht fair ist, werden eure Spieler irgendwann feststellen, das ist nicht in Ordnung, so wie es gerade abläuft. Also wichtige Grundvoraussetzung. Natürlich, wenn ihr merkt, irgendwas ist nicht richtig, legt den Fokus dorthin. Ansonsten, wie gesagt, Grundvoraussetzung, versucht es einfach im Hinterkopf zu haben. F. Die Gestaltung der Welt. Geschichtliche Hintergründe, Währung, alles, was dazugehört, um eine Welt wirklich ja, großartig zu machen, um die Immersion zu vertiefen bei den Spielern, um ja, richtig tief einzutauchen und einen Mordsspaß zu haben. Also, wenn jemand sich die Mühe gibt, eine Welt für seine Spieler zu erschaffen und dies wirklich detailreich macht, fast so wie in echt, dann finde ich, ist das ein ganz, ganz großes Kompliment und was man seinen Spielern macht. Ich mache sowas für euch, weil ich euch mag oder weil ich euch das schenken möchte. Also das ist schon was Besonderes. Ja, ob es da auch mögliche Schattenseiten gibt? Schwierig. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, vielleicht, ist, dass die Welt so viel Raum einnimmt, dass die Spieler in den Hintergrund rücken. Das wäre wirklich schade. Ich kann mir das gerade bei dem, der es gepostet hat, nicht wirklich vorstellen. Also wichtig ist, eine tolle Welt zu haben. Wenn ihr das macht, macht ihr euren Spielern ganz viel Freude. Ist ein wunderbares Ding. Achtet darauf, dass die Spieler auch in dieser Welt Platz haben und vielleicht diese Welt auch ein bisschen mitgestalten können. Punkt 7. Spielspaß. Da habe ich mich sehr gefreut, dass dieser Punkt total oft genannt wurde. Ja, Spielspaß, das ist auch ein bisschen schwammiger Begriff, finde ich. Ja. Was heißt das, wenn ich möchte, dass es Spielspaß gibt? Es geht ja nicht um Comic Release oder sowas. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Punkt, gegen den man auch gar nichts sagen sollte. Und tatsächlich ist es auch einer, wo man immer den Fokus drauf haben sollte, zumindest so am Rande. Ja, haben meine Spieler noch Spaß? Habe ich als Spielleiter auch Spaß? Ja, es sollten wirklich alle Spaß haben. Wir spielen miteinander und Spielen soll Spaß machen. Das Schöne am Spielen und am Spaß haben ist ja auch noch, dass sich Fähigkeiten fast automatisch entwickeln, wie im Spiel. Wenn ihr früher angefangen habt, Fußball zu spielen, und es hat Spaß gemacht, weil ihr alle zusammen irgendwie auf dem Bolzplatz wart und die Größeren haben den kleineren Tricks gezeigt und es war ausgewogen und es hat richtig Bock gemacht, dann werdet ihr gemerkt haben, dass ihr zum Beispiel ganz schnell gelernt habt, im Fußball euch zu verbessern. Also mit Spaß was zu machen, ist immer ein guter Punkt, um irgendwas zu lernen. Ich versuche das in der Schule auch immer zu beherzigen, dass meine Schüler Spaß haben. Ich hoffe, ich schaffe das. Also, ich kann dagegen nichts sagen. Glücklicherweise, ich möchte dagegen auch gar nichts sagen. Spielspaß ist ein wichtiger Punkt und bitte haltet immer euren Fokus drauf. So, jetzt gab es 7 fantastische Punkte, die alle im Fokus stehen können. Und ich kann mich gar nicht entscheiden, welchen ich nehmen soll. Ja, und hier kommt der Punkt, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Es ist total wichtig, dass wir Fokus auf Spielspaß haben und auf Fairness und darauf, dass die Charaktere sich entwickeln können. Und alle Punkte, die genannt sind, sind total wichtig. Ich glaube, das Allerwichtigste meiner Meinung nach ist, dass wir, wenn wir den Fokus auf einer Sache haben,
nicht die anderen Punkte komplett aus dem Fokus verlieren. Beziehungsweise das wird automatisch passieren. Also in dem Moment, wo ich den Fokus, wie bei einer Kamera, auf Spielspaß habe zum Beispiel, steht vor meinen Augen dick Spielspaß und alle Sachen sind nicht ganz so wichtig, die sonst passieren. Also, was ist die mögliche Lösung? Versucht, den Fokus mal woanders hinzulegen. Versucht, wenn ihr bei Spielspaß seid, den auf vorantreibende Handlung zu legen. Versucht, einfach die anderen Punkte, die genannt wurden, alle mal in den Fokus zu setzen, mal abwechselnd. Immer wenn ihr gerade denkt, okay, vielleicht macht es gerade gar nicht so viel Spaß, obwohl ich das in den Fokus gestellt habe. Was kann ich da machen? Dann lasst euch die anderen Punkte einfallen, schreibt euch vielleicht einen Zettel, schreibt es euch auf. Diese Punkte gibt es, vielleicht fallen euch noch mehr ein. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr Möglichkeiten. Und richtet euren Fokus mal auf einen anderen Punkt. Was passiert dann? Probiert es aus. Ich glaube, es wird euch sehr viel Spaß machen. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich mal den Fokus verschoben habe, dass ich mal aus dem Üblichen, was ich so kann und mache, herausgegangen bin. Und es waren immer Momente, wo irgendwas Besonderes passiert ist. Vielleicht kennt ihr es ja auch. Ich gebe mal ein Beispiel. Ihr konntet eine Session nicht so gut vorbereiten, weil viel im Job los war und es war nicht so, dass ihr zufrieden sein konntet. Und dann hat alles nicht mehr so richtig geklappt und ihr habt nur so ein ganz loses Konzept im Kopf. Und trotzdem sagen eure Spieler nach dem Abend, boah, es war echt ein super Abend heute. Vielleicht mehr als sonst. Was ist passiert? Mir ist es mal passiert, dass ich weniger vorbereitet habe und dann einfach die Spieler mehr habe spielen lassen und denen wenig angeboten habe, aber sie habe ja miteinander reden lassen, mit NPCs reagieren lassen. Ich habe mir mehr Zeit gelassen. Und in dem Moment war es plötzlich so, dass andere Sachen im Fokus standen und das sehr schön war. Also probiert es gerne mal aus. Ich bin ganz neugierig, wie es euch, was bei euch passiert. Und würde mich natürlich super freuen, wenn ihr es schon mal ausprobiert habt oder wenn ihr es gerade ausprobiert, wenn ihr mal was in die Kommentare schreibt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über ein Like und ein Abo und sage danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut, euer Martin. Tschüss.